Heute besprechen wir, wie du lernen solltest, wenn du mehrere Klausuren in einer Woche hast. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ja, Oberstufe, Klausurenphase und dann mehrere Klausuren innerhalb einer Woche. Das ist in meinen Augen immer so ein bisschen so die Champions League, weil das sind wirklich die 1, 2, 3, 4 Wochen vielleicht im Schuljahr, wo es wirklich drauf ankommt, wo du echt on top of your game sein musst, wo so viele Bewertungseinheiten einfach auf dich zukommen, die du einfach am besten nicht verpassen solltest und die so eigentlich auch schon eine sehr, sehr geile Vorbereitung fürs Abitur schlussendlich sind. Deswegen der allererste Tipp, alles vorlernen. Das bedeutet, ich bin normalerweise ein ganz, ganz großer Fan davon, Dinge nur so früh anzufangen, wie du brauchst, damit sie dann bis zum Ende oder bis zur Deadline, also dann, wenn die Klausur ist, dann auch rechtzeitig fertig sind. Die Sache ist nur die, wenn du in einer Woche wirklich zwei, vielleicht sogar drei Klausuren hast, dann ist es super, super schwierig, wenn du sagst, oh, ich lerne einfach nur zwei Tage für Bio, weil das wird in der Regel nicht hingehen. Was viel, 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 viel wichtiger ist, beziehungsweise was viel besserer auch vom Approach, von der Herangehensweise ist, wenn du wirklich sagst, okay, ich will eigentlich in der Woche, vor der Woche, wo eben die mehreren Klausuren innerhalb der Woche sind, da wirklich die Sachen schon parat zu haben. Das heißt nicht, dass du alles bis ins kleinste Detail kannst, aber dass du den Stoff schon mal grundsätzlich verstehst. Weil das ist einfach, du legst dein Prinzip dir selbst so einen auf, um dann wirklich, wenn du dann in die richtig krasse Hardcore-Woche reinkommst, einfach eine Klausur nach der anderen richtig geil abrocken kannst. Zweitens, kurzfristig auffrischen. Das habe ich ja gerade im Prinzip schon ein bisschen eingeleitet. Wenn du dann wirklich dir in der vorherigen Woche, vor der Killerwoche, da einfach alles schon ganz gut verspähst, dann kannst du eben in der nächsten Woche, dann wenn es eben wirklich drauf ankommt, da kannst du dann wirklich hergehen und sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt ein, zwei Tage davor, lese mir einfach nochmal konzentriert Bio durch. Ich kann es aus der Woche davor, weil ich mich einfach schon sehr gut vorbereitet habe, ich kann es theoretisch schon, aber ich frische nochmal auf. Ich hole mir nochmal die Fachbegriffe ein bisschen mehr in den Kopf, dass du wirklich einfach dir wie, ich sehe das wie so eine Spritze fast schon. Ja, du bist eigentlich alles cool, bist ready für die Klausur, aber du gibst dir einfach ein, zwei Tage nochmal selbst so eine Spritze mit Stoff und denkst dir, yes, okay, das habe ich wirklich krass drauf. Und dann machst du einfach für jede Klausur individuell, dass du einfach vor jeder Prüfung richtig gut vorbereitet bist. Drittens, 24 Stunden voller Fokus. Das hier ist nochmal die gesteigerte Form. Und zwar würde ich fast wirklich in allen Fällen, egal wie knapp die Sachen beieinander sind, fast egal welches Fach, egal wie schwierig, gut du sonst was in irgendwas bist, ich würde wirklich dir ganz, ganz schwer empfehlen, dass du die 24 Stunden vor jeder Klausur dich nur mit dem Thema, nur mit dem Fach dieser Klausur auch auseinandersetzt. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn du am Tag davor dann einfach noch eine andere Sache lernst, du bringst deinen Kopf einfach ein bisschen durcheinander. Lern wirklich proaktiv, hab die Sachen im Vorhinein drauf, frischt es dann nochmal auf, aber gerade die letzten 24 Stunden vor der Klausur, habe ich übrigens auch schon ein Video dazu gemacht, wie du die Stunden verbringen solltest, ist hier rechts oben. Wenn du die wirklich dich voll auf ein Fach konzentrierst, ist dein Kopf viel mehr bei dem Thema und es wird dir dann in der Klausur auch viel leichter fallen, die einzelnen Sachen abzurufen, weil du im Prinzip, ich sage mal, schwimm in dem Thema. Sprich, du versuchst wirklich kurz davor so stark in dieser Thematik drin zu sein, dass dein Kopf von fast gar nichts anderes denken kann und das schaffst du eben nur, wenn du nicht die anderen Sachen auch noch gleichzeitig lernst. Viertens, nach Klausuren feiern. Die meisten denken ja, oh shit, wenn ich jetzt zwei, drei Klausuren innerhalb von einer Woche habe, dann muss ich ja nachdem ich die erste Klausur geschrieben habe, gleich noch für die weiteren lernen. Und das stimmt gewissermaßen schon, aber gerade dieser Moment, wenn du die erste Klausur, die zweite Klausur innerhalb dieser Woche fertig geschrieben hast, nutz wirklich diese zwei, drei Stunden danach, um mal gar nichts zu machen, wirklich zu feiern. Sprich, damit meine ich nicht wegzugehen, sondern einfach wirklich sagen, ey, egal, dass ich das geschafft habe und so weiter, mach einfach mal was, worauf du Bock hast, dich wirklich diese zwei, drei Stunden nehmen. Und ich höre jetzt schon hier im Hintergrund lauter Leute schreien, aber ich habe diese zwei, drei Stunden nicht. Doch, die zwei, drei Stunden hast du. Real Talk, die hast du immer. Die werden sich langfristig auszahlen. Denn wenn du dir selbst überhaupt mal nur so eine Phase danach gönnst, wo du dir einfach merkst, ey, geil, Mann, ich habe irgendwas geschafft. Erstens kriegst du ein positives Gefühl, verknüpfst auch was Positives mit der Klausur, was super entscheidend ist für deinen Kopf. Und du wirst danach einfach auch motivierter sein, weil du merkst einfach, ey, geil, jetzt habe ich das erste geschafft, jetzt fühlt sich das danach voll geil an, jetzt kann ich eigentlich auch gleich in die zweite reinstarten und das ist extrem entscheidend. Fünftens, Zähne zusammenbeißen. So schön das auch alles ist, und dann sagt man, oh, dann bist du motiviert. Manchmal bist du einfach nicht motiviert. Aber wie gesagt, das hier ist wirklich die Champions League. Wenn du in so einer Woche bist, dann ist es einfach wichtig, dass du wirklich sagst, ey, ich ziehe hier jetzt zu 100% durch. Ich bin da jetzt am Start. Und auch wenn es mal kacke läuft, du mal an einem Tag nicht so viel lernst, wo du dir gedacht hast, hey, ich hätte da unbedingt lernen müssen.
vollkommen egal. Du ziehst durch, du ziehst durch, du ziehst durch. Wenn du noch mehr Disziplin aufbauen willst, rechts oben mein Video, wo, das ist aber wirklich ein Hardcore-Video, wo es wirklich darum geht, wie du so kranke Disziplin aufbaust, heißt unbedingt abchecken. Aber du kannst, es gibt einfach gewisse Phasen, da ist halt für Selbstliebe und ist einfach nicht, okay, ist einfach nicht. Da heißt einfach durchziehen, auch wenn es hart ist, auch wenn es stressig ist, auch wenn du dir selbst Druck machst, egal. Da einfach durchziehen und du wirst danach sehr, 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 sehr viel dafür danken. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.